Guten Morgen zusammen und einen wunderschönen Sonntag wünsche ich euch, beziehungsweise wenn ihr das Video seht, ist es Montagabend. Hier sind schon alle wach. Ich bin immer noch alleine zu Hause mit den Kids. Rosi ist immer noch im, ja, Mischung aus Urlaub, Arbeitsurlaub, sag ich mal. Arbeitsurlaub ist ein gutes Wort. Das Wetter spielt heute nicht besonders mit, gestern auch nicht, deshalb habe ich gestern nicht mehr gevloggt. Hier ist nichts passiert. Wir waren zu Hause, haben einen Film geguckt, Kinder haben ein bisschen Tablet gespielt, waren dann zwischendurch ein bisschen draußen, wenn es mal nicht geregnet hat. Aber gestern war so ein Zuhause-Tag, wo ich jetzt nicht vloggen wollte. Genau. Ja, was gibt's zu erzählen? Der Pool ist voll mit Wasser und läuft. Die Pumpe hält, was sie verspricht. Auf jeden Fall, ich muss jetzt nur noch mal prüfen, ob alle Leitungen dicht sind. Da es gestern ja geregnet hat und alles nass war draußen, konnte ich jetzt nicht wirklich feststellen, jetzt geht die Kaffeemaschine aus. Da alles nass war, konnte ich nicht sehen, ob irgendwas undicht ist, weil überall sowieso Regen war. Das muss ich jetzt heute, aber es regnet schon wieder ein bisschen. Ah, es fisselt schon wieder. Mal gucken, was wir heute machen. Außer, dass wir bei meinen Eltern zum Essen eingeladen sind, da gibt es Frikadellen. Weiß ich gar nicht, was wir heute machen. Ich lasse mich überraschen, vielleicht gleich zum Spielplatz, wenn es jetzt nicht besonders stark regnet, auf jeden Fall nach draußen. Ich habe keine Lust, hier drin rumzuhocken. Und ansonsten, ja, Odin futtert gerade. Wir werden jetzt auch den Frühstückstisch decken und uns dann stärken und dann geht's los. So, zu Ende gefrühstückt, Runde durch den Garten, Kaffee Nummer 3 oder 4, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall eine Menge schon wieder getrunken, ist auch nicht schlimm. So, der Rasenmäher fährt auch, hat alles im Griff. Naja, fast alles. Der ist jetzt 4 oder 5 Tage nicht gefahren, weil wir ja hier durch den Pool die Schläuche und so durch den Garten hatten. Erst Wasser ablassen, Wasser wieder rein. Und damit er da nicht drüber fährt, ist er jetzt 4 Tage nicht gefahren oder 5, ich weiß gar nicht genau. Und muss jetzt natürlich ein bisschen was nachholen hier. Ah, der hat ein bisschen was zu tun. Da. Ja, komm zu mir, komm zu Papa. Ja. Der macht seine Arbeit, die Ränder muss ich nochmal schneiden, sehe ich gerade, da und da. Da bin ich jetzt nicht zugekommen, aber ich wollte euch mal den Pool zeigen. Oh, das Wasser ist klar. Kalt. Boah, ist das kalt. Aber das Wasser ist auf jeden Fall ganz klar. Gestern war es noch leicht grünlich, obwohl ich den komplett sauber gemacht hatte, ausgeschrubbt habe, ausgesaugt habe, gewischt habe, war der gestern noch leicht grün. Heute? Klar. In der Mitte ist ein bisschen Dreck, da muss ich den Saugroboter noch mal fahren lassen, das mache ich nachher im Laufe des Tages. Aber wir gucken mal, wie viel Grad wir haben. So, was haben wir denn? 18 Grad. Okay, 18 Grad ist natürlich nicht so warm, aber auch nicht so kalt, wie ich jetzt gedacht hätte, von der Temperatur her. Puh, von der Temperatur, was ist denn? Tauben fliegen weg. Ja, also. 18 Grad ist jetzt nicht warm, aber auch nicht so kalt, wie ich jetzt gedacht hätte, als ich den Finger gerade reingesteckt habe. Gut, gucken wir mal, was hier noch so passiert ist im Garten. Boing. Aber hier sieht alles gut aus. Überall in Deutschland, habe ich gelesen, waren Unwetter die letzten 2 Nächte. Also hier hat es geregnet, gedonnert, geblitzt, Gewitter. Aber jetzt nicht, schon eine Menge, aber nicht übermäßig viel. Also hier stand jetzt nichts unter Wasser. Und hier sieht auch alles gut aus. Auch heute Nacht nichts passiert. Ja, Glück gehabt. Gucken wir nochmal ins Gewächshaus, was Rosis Pflänzchen so machen. Upp. Hier wollte ich übrigens morgen dran, einmal. Ich wollte Kies kaufen gehen und dann hier den Weg in der Mitte endlich mal mit Kies auffüllen. Und gestrichen werden müsste das auch nochmal von innen und von außen. So. Unser Gewächshäuschen, der Salat, ich glaube, der kann weg. Den gebe ich gleich den Hühnern, die freuen sich.
Da ist, glaube ich, eine Gurke, Tomate, noch ein Gürkchen, Tomate, Tomate. Andere Seite, gucken wir mal. Sieht auf jeden Fall gut aus hier drin. Aber Fenster zu. Ist ein bisschen wärmer. Ist schon komisch, ne? Jetzt waren die letzten Tage 30 Grad jeden Tag. Und heute sind, keine Ahnung, ich würde sagen auch 18. Irgendwie so Wassertemperatur. Boah, fast zu kalt für T-Shirt schon wieder. Mach mal das Gewächshäuschen mal zu. So, und dann gucken wir mal. Ich quatsche jetzt mal mit den Kids, was wir heute machen. Regnet auf jeden Fall nicht, ist ein bisschen nass und feucht. Aber vielleicht wollen sie ein bisschen ins Raus spazieren gehen. Es ist inzwischen 15 Uhr und wir machen uns jetzt auf den Weg zu meinen Eltern. Wir sind ja zum Essen eingeladen, hatte ich ja gesagt, es gibt, weiß ich gar nicht, Frikadellen. Was es dabei gibt, kein Plan. Wir lassen uns jetzt überraschen. Wir hatten gerade noch Besuch. Meine Großcousine war da mit ihrer Familie. Die Kids haben ein bisschen gespielt im Garten und beim Carlos im Zimmer und sind jetzt weg. Jetzt gehen wir rüber. Lamia ist bei Oma geblieben, die war bei einer Freundin und ist dann rüber, die Freundin wohnt bei meinen Eltern nebenan, ist jetzt direkt rübergegangen und der Tag ging so schnell vorbei. Wir haben inzwischen 22 Uhr. Ich sitze hier, esse noch einen Toast mit Hähnchen von gestern und gucke das U21-Finale der deutschen Nationalmannschaft gegen Portugal. Ich habe noch Besuch bekommen. Mein Cousin war noch da, wir haben ein bisschen PlayStation gezockt, während die Kinder ja auch noch ein bisschen gespielt haben und die waren später dann noch ein kleines bisschen am Tablet und schlafen natürlich schon, weil morgen wieder Schule bzw. Kindergarten ist. Und ich habe mich dazu entschieden, weil ich heute nicht ganz so viel gevloggt habe, weil ich halt viel Besuch hatte. Erst meine Großcousine, dann mein Cousin, dass ich den Vlog über 2 Tage ziehen werde. Das heißt, ich mache jetzt hier einen Cut und filme morgen weiter. Morgen passiert ein bisschen mehr. Ich habe morgen nämlich noch frei und muss ein paar Erledigungen machen. Das heißt, ich muss zu wow, fast ein Tor. Ich muss zu Hornbach und ich muss zu Obi und ich muss die Kinder wegbringen und noch so ein paar andere Sachen erledigen. Da nehme ich euch dann morgen mit und ziehe diesen Vlog über 2 Tage. So, ich verabschiede mich für heute von euch. Ich gehe gleich schlafen. Ich glaube, ich gucke das Spiel auch nicht zu Ende. Es ist 55. Minute. Aber ich bin so kaputt, dass ich das Ganze hier, glaube ich, beenden werde, weil ich morgen wieder um 6 Uhr aufstehen muss. Also, bis gleich. Ich schalte jetzt um. Dann ist morgen früh. Tschüss. Guten Morgen zusammen. Hier schon High Life. Joey ist da im Hintergrund und sortiert gerade ihre Schulsachen. Lamia zieht sich an und Carlos quält sich gerade noch aus dem Bett. Wir haben 10 vor 7. Also wir haben jetzt noch knapp 40 Minuten Zeit, kriegen wir alles hin und ist lustig zu sehen, dass wieder so eine Regelmäßigkeit hier reinkommt mit Schule, dass alle wieder in die Schule gehen, alle wieder in den Kindergarten gehen und alle gleichzeitig vor allem, ohne dass Rosi da ist. Aber kriegen wir hin alles, ne? Ja, die ist beschäftigt. Okay, wir starten in den Tag. Brote gemacht habe ich auch schon. Jetzt gucke ich mal, dass ich den Carlos oben aus dem Bett kriege. So, ich bin hier wieder bei mir im Büro. Die Kinder sind in der Schule bzw. im Kindergarten. Ich habe die Zeit genutzt, jetzt heute Vormittag, um ein paar Pakete zu packen, also Bestellungen aus dem Shop. Nochmal für euch, wenn ihr interessiert seid, mal in den Shop reinzugucken, verlinke ich euch in der Infobox www.shop-spielzeugwelt.de. Ja. Ansonsten liegen hier noch ein paar Artikel, die ich noch in den Shop einpflegen muss. Und dann, ja, sieht gut aus hier. Ich werde jetzt zur Post fahren, die Pakete wegbringen, dann ein bisschen einkaufen und dann von zu Hause aus weiterarbeiten. Und zack, boah, und scharf. Und zack, schon wieder in der Küche, wollte ich sagen. Lamia ist zu Hause, die habe ich abgeholt.
die guckt gerade noch ein bisschen TV. Joanna ist auch da, die sitzt auf der Couch und liest, ne, ist auch gerade am Handy. Aber sie hat gerade gelesen, wieder fleißig, die liest ja ziemlich viel. Und ich habe jetzt Mittagessen gemacht und bei mir gibt es ja immer extrem hochwertige, köstliche Gerichte. Deshalb Kartoffelpüree mit Spinat und Spiegelei. Ja, das gibt's. Ich kriege noch einen Schnitzel dazu und die Lamia hätte gerne noch hier vegane Fischstäbchen. Die darf ja keinen Fisch essen, aber sie mag diese veganen Fischstäbchen. Die findet sie ganz toll. Wir essen jetzt. Vorher war ich noch kurz im Büro und joggen war ich auch zwischendurch. Ich musste mal so ein bisschen den Kopf frei kriegen und deshalb war ich 6,5 Kilometer joggen. Blende ich euch mal hier ein. Zeit bin ich mit einverstanden, ist gut. Und auf jeden Fall Mittagszeit gut genutzt. Kopf ist frei, jetzt essen und dann geht's gleich weiter. So, wir sind auf dem Weg zum Spielplatz. Wir haben jetzt 17 Uhr, Kinder sind alle da und wir genießen jetzt das schöne Wetter noch. Im Garten war mal genug, jetzt gehen wir zum Spielplatz. Und nach dem Spielplatz gehen wir vielleicht in den Pool. In den Pool. Könnt ihr gleich selber. Okay, mit mir. Mhm. Oh, oh, oh! So, wir sitzen jetzt hier in der Stadt auf dem Spielplatz. Wir haben noch Freunde getroffen, mit denen haben die Kids gespielt. Deshalb konnte ich nicht weiter filmen, war aber schön. Und jetzt sitzen wir hier noch und essen ein lecker Eis. Was habt ihr für ein Eis? Spaghetti. Oh, lecker Spaghetti-Eis. Du auch, Carlos? Mhm. Oh, super gut. Habe ich eigentlich eine Kugel? Ihr habt ein kleines Spaghetti-Eis, obwohl das auch schon sehr groß ist. Von mir! Und ich habe Nuss und Joghurt. Jetzt lassen wir es uns schmecken. Nachher kommt Rosi. So, ich sitze jetzt hier gemütlich und genieße so ein bisschen Ruhe. Nur die Spülmaschine, die höre ich. Die macht ihre Geräusche, ich bin kaputt. Ich bin so kaputt, muss ich ehrlich sagen. Rosi kommt nachher wieder, die sitzt jetzt gerade im Flieger. Eventuell könnte gerade im Landeanflug sein sogar. Ich denke mal, dass sie so in anderthalb Stunden hier sein wird. Und dann, ja, freue ich mich auf jeden Fall. Aber ich muss ehrlich zugeben, das hat mich geschlaucht. Also, ich sag's jedes Mal wieder, wenn ich alleine bin und selber einen Vlog mache. Respekt an alle Alleinerziehenden und Respekt an alle Alleinerziehenden, die zusätzlich noch arbeiten gehen. Großer, großer Respekt. Also, ich fand das jetzt, ich bin jetzt seit Donnerstag alleine und ich fand's schon anstrengend. Muss ich ehrlich sagen. Ich habe die Zeit genossen, es war schön, intensive Zeit mit den Kids zu verbringen. Hat auch alles gut geklappt. Ich will mich da gar nicht beschweren, aber anstrengend ist es allemal. Ja. Die liegen auf jeden Fall jetzt im Bett. Ich gucke jetzt Fußball. Werde vielleicht hier und da noch ein bisschen am Laptop rumfummeln. Nochmal ein bisschen meinen Shop auf Vordermann bringen, wo ich immer wieder dran bin. Und dann gehe ich auch in die Haie. Ihr seht oder ihr merkt, ich bin durch. Ich bin wirklich durch. Deshalb verabschiede ich mich jetzt von euch. Wünsche euch einen schönen Abend und bis dann. Ciao.